Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich möchte hier gerne einmal die Funktion der konzipierten AR Solar Cell App darstellen mit dem Laborskript. Rechts oben werden immer die Markerflächen, die Triggerbilder angezeigt, die die App gerade scannt. Und links sehen Sie die aufgezeichnete Spiegelung meines Handy-Displays. Das Ganze wird über AirDroid aufgenommen. Analog dazu funktioniert das natürlich auch mit dem normalen Skript, welche der Masterarbeit beiliegt. Ich habe mich jetzt allerdings dafür entschieden, das als PowerPoint darzustellen, da hier dann die Lichtverhältnisse wesentlich besser sind. Man erkennt also durch das Einscannen der Frontseite des Laborskripts wird das Einleitungsvideo dargestellt, im Normalfall auch mit Ton. Das nimmt AirDroid leider nicht auf, sodass dieses Video ohne Ton abgespielt wird. Der Ton wird allerdings über den Lautsprecherausgang des Smartphones oder des Tablets wiedergegeben. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Video jederzeit zu pausieren über den Pause-Button oder Play-Button, je nachdem. Nächsten Schritt, wie hier, die notwendigen Apps, die vorgestellt werden im Laborskript, das How-To, wie wird das Ganze genutzt, und in der nächsten Seite auch hier wieder das Tutorial des Einsatzes des Merge Cubes, wird auch hier über die ganze Fläche der Seite auf die Markerfläche appliziert. Das Video ist auch verfügbar. Wenn Sie den jeweiligen QR-Code einscannen, dann kommen Sie zu dem YouTube-Video in der Playlist. Und auch hier sieht man ganz genau, was gemacht werden muss, um die Object Viewer App zu nutzen. Es werden Grundfunktionen dargestellt und links unten auch ein Balken, der mitläuft, der anzeigt, wie lange das Video auch noch läuft. Natürlich eine kurze Zusammenfassung des Ganzen auch nochmal. Kommen wir zur nächsten Scan-Variante. Das sind die QR-Codes, die sich beispielsweise für das CoSpaces Edu-Tutorial eignen. Da die Tutorials, die die Firma selbst konzipiert haben, sehr gut sind. Sie sind zwar auf Englisch, aber dort wird in den 9 bis 10 Minuten, die das Video dauert, werden die Grundfunktionen super erklärt. Zusammenfassend auf der nächsten Seite die wichtigsten Hotkeys und Bewegungsabläufe für das Tablet bzw. die Desktop-Variante. Das Ganze ist dann der YouTube-Link natürlich. Man kann dann mit der YouTube-App das Video einsehen und hier einfach mit der Standardkamera Anwendung des Samsung Smartphones können die QR-Codes eingelesen werden. Sonst natürlich über eine Drittanbieter-App ist das auch möglich. Hier erkennt CoSpaces Edu automatisch, dass ich ein Smartphone habe und sagt mir jetzt, wenn ich mich dort anmelden möchte, dass ich doch bitte die App herunterladen soll. Dies liegt daran, dass natürlich die Kompatibilität der Android bzw. iOS-App wesentlich besser ist für das Mobile Device als die normale Browser-Variante, die eher für den Desktop-Bereich angesiedelt ist. Die Schülerinnen und Schüler können dort dann einfach bei der Anmeldung den Klassencode, der im Skript vorgesehen ist, eingeben und können dann so die digitale Lernumgebung konzipieren. Kommen wir nun zum Bau der Rudolphit-Solarzelle, wie auch im Text beschrieben. Hier nochmal wichtige Gefahrenstoffhinweise, was passiert, wenn oder was wäre, wenn Seiten. Sehr, sehr wichtig, auch aus meiner eigenen Lehrerfahrung raus, halte ich solche Seiten für gefahrenminimierend. Auch hier wieder die Kamera-App zu öffnen. Der QR-Code kann eingescannt werden und man gelangt zum ersten Video der Vorbereitung der FTO-Anode. Rechts oben im Bild sehen Sie wieder die Markerfläche, in dem Fall der QR-Code.
und nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen mit Skizze, wie das FTO-Substrat vorbereitet werden soll. Natürlich sind alle Videos in unterschiedlichen Qualitäten abrufbar bis 720p. Die Variante habe ich ausgewählt, dass die Schülerinnen und Schüler auch bei schlechten WLAN-Bedingungen oder nur mit Edge oder 4G-Empfang mit mobilen Datenvolumen ebenfalls die Videos anschauen können. Natürlich wäre es von Vorteil, wenn die Videos während des Lernzykluses bereits auf den Tablets vorinstalliert sind, sodass die Schüler auch gar nicht die YouTube-Variante nutzen müssen. Auch hier sieht man wieder kleine Zusammenfassung des Textes unten in der Beschreibung des Videos und der Übersicht halber am Ende jedes Videos Hinweise auf die kommenden Schritte, sodass man dort immer wieder eine Auswahl an Videos hat und nochmal zu jedem einzelnen Video springen kann, wenn man das möchte. Auch im nächsten Schritt natürlich Applikation der Rudolf-Feature-Schicht, nochmal links der QR-Code und rechts die Zusammenfassung. Versprachlicht, erfahrungsgemäß schauen sich die Schülerinnen und Schüler eher die Videos an, anstelle des Textes zu lesen. Trotzdem sollte man immer beide Medien miteinander verbinden, um eben möglichst viele Schülerinnen und Schüler auch anzusprechen. Gleiche Prinzip. Die Videos werden von einer Frontansicht und einer Top-Ansicht gezeigt und können so dann natürlich auch nochmal pausiert werden. Auch die Applikation der Kohlenstofftinte und die Einkapselung der Zelle wird als Video dargestellt. Das Anschließen und Messen der Zelle wurde nicht als Video entwickelt, sondern einfach als textliche Zusammenfassung in das Skript geladen. Hier auch nochmal interessant, rechts oben im Skript zu erkennen, welche Apps genutzt werden können. Die Stop-Motion-App, die für Android und iOS verfügbar ist, und die CoSpaces EduApp, welche auch verfügbar ist. Hier unten sieht man wieder anhand des AR-Symbols, dass diese Seite mit der App geöffnet werden kann oder eingescannt werden kann, sodass die Markerfläche, in dem Fall das Modell oder das Schema der Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie, stark vereinfacht jetzt natürlich dargestellt, didaktisch reduziert. Es beschreibt einfach den inneren photoelektrischen Effekt der Rudolfit-Solarzelle. Die Schülerinnen und Schüler bekommen hier auch wieder auf die Markerfläche eine Animation aufgesetzt, sodass sie sich das anschauen können, um den Vorgang, der jetzt ein erhöhtes Niveau natürlich darstellt im Vergleich zu den anderen Modellen, um sich das Ganze nochmal anzuschauen. Und auch hier sieht man, wie Blickwinkel stabil tatsächlich die Anwendung genutzt werden kann. Auch hier natürlich, dadurch, dass das ein Video ist, Play und Pause des Videos ist möglich. Kommen wir nun zu den Lösungskarten. Auch hier wieder rechts oben die Markerfläche, die eingescannt werden kann, sodass die Beantwortung der Frage, die in dem Fall die Berechnung der Wellenlänge, auch dort unten angegeben wird. Nächste Seite, Kristallstrukturen, Aufgabe 1. Auch hier wieder das, was verlangt wird, wird hier zusammengefasst. Problem daran ist jetzt, dass dies, was Sie gerade sehen, zum einen passieren kann, wenn nicht genügend Lichtverhältnisse vorhanden sind oder die Aufgaben oder die Markerflächen sich zu sehr ähneln.
Es kann natürlich auch daran liegen, dass bei der Konzeption der App die Abstände der Markerflächen zu dicht beieinander sind, die eingespeichert sind. Hier hilft es oftmals, das habe ich zumindest bei der Papiervariante gesehen, wenn man einmal kurz wegschaut mit dem Handy und die Kamera dann wieder drauf richtet. Hier ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf und die App kann hier weiterhin verbessert werden. Hier funktioniert es auch nur teilweise gerade. Die ganzen Lösungen können allerdings auch in dem Masterordner über Google Drive heruntergeladen werden, sodass Lehrerinnen und Lehrer diese auch dann natürlich ausdrucken können in kleine Hilfekärtchen. Und das waren alle Funktionen der App und des Laborskripts.